Heute geht es um Tipps zum Thema Wäsche waschen, die auch wir Männer definitiv kennen sollten. Nach meinem Video zum Thema Wäsche richtig waschen solltest du mittlerweile wissen, wie du deine Wäsche richtig wäschst. Falls du das Video an dieser Stelle noch nicht gesehen hast, dann klick einfach mal hier oben hin, hol das an dieser Stelle nach, damit du auf jeden Fall schon mal eine kleine Grundlage hast, wenn es um das Thema Wäsche waschen geht. Heute gibt es ergänzend dazu noch ein paar Tipps zum Thema Wäsche waschen, die ich zum Beispiel im Laufe der Jahre gelernt habe oder von denen ich denke, die auch ganz nützlich für euch sein können, damit mich eure Kleidung auch, solange es geht, hält und in einem optimalen Zustand ist. Tipp Nummer 1, Wäsche auf links drehen. Wenn ihr eure Wäsche wascht, zum Beispiel sehr, sehr feine Wäsche wascht, dann könnt ihr eure Wäsche einfach auf links drehen, damit einfach die Oberfläche, die man offensichtlich immer sieht, also das, die richtige Seite, dass die einfach nicht ganz so doll beansprucht wird. Ich kenne sogar Leute, die waschen ihre komplette Wäsche auf links, um einfach diese Oberfläche nicht zu beschädigen und die nicht so zu beanspruchen. Aber gerade wenn du zum Beispiel sehr feine Wäsche hast, wie zum Beispiel diesen Pullover hier, den ich gerade anhabe, oder auch T-Shirts oder Pullis mit Prints vorne drauf, dann bietet sich das auf jeden Fall an, den auf links zu waschen, denn so halten natürlich auch die Prints oder Aufdrucke oder Stickung wesentlich länger. Vielleicht kennt der eine oder andere das Problem, dass sofern man Handtücher wäscht in der Waschmaschine und die dann aufhängt zum Trocknen, die sind anschließend knüppelhart und man hat gar keinen Bock, sich mit diesen Handtüchern irgendwie abzutrocknen, weil die einfach so mega hart sind. Da gibt es einen Trick für. Und zwar, der Trick heißt Essig. Einfach ein bisschen Essig in den Weichspüler geben und die Handtücher dann so mitwaschen. Klappt auch bei anderer Wäsche, nicht nur bei Handtüchern. Aber einfach ein bisschen Essig in den Weichspüler reingeben und somit wird die Wäsche einfach ein bisschen weicher. Essig verhindert übrigens auch Kalkablagerung in der Waschmaschine und lässt die Farben irgendwie auch ein bisschen besser strahlen. Also von daher ist Essig als Weichspüler-Variante hin und wieder mal ein richtig guter Tipp. Tipp Nummer 3, nicht direkt waschen. Was meine ich damit? Wenn du Kleidung trägst, dann musst du die nicht direkt nach dem ersten Mal tragen direkt waschen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du zum Beispiel Sportkleidung hast oder Kleidung, in der du halt mega doll geschwitzt hast, dann sollte die natürlich direkt nach dem ersten Mal tragen gewaschen werden. Klar. Oder halt auch Kleidung, die direkt auf der Haut aufliegt, wie zum Beispiel Unterhemden oder T-Shirts, Unterwäsche oder Socken, die sollte schon gewaschen werden. Aber es gibt zum Beispiel Ausnahmen, wie zum Beispiel eine Jeans, ja, die muss nicht direkt nach dem ersten Mal tragen gewaschen werden. Ganz im Gegenteil. Eine Jeans, die kannst du locker 7, 8 Mal, 9 Mal, vielleicht sogar 10 Mal tragen, bis du die erst in die Wäsche gibst. Denn eine Jeans muss einfach nicht so oft getragen werden und das solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Außerdem ist es ja auch so, umso öfter du ein Kleidungsstück wäschst, umso mehr werden natürlich auch die Fasern und das Kleidungsstück beansprucht, umso schneller sieht es natürlich dann irgendwann auch gebraucht aus. Und zudem ist es natürlich auch gut, wenn du nicht ganz so oft wäschst, sparst du Strom, ja, sparst du Energie, ist gut für die Umwelt und gut für deine Kleidung natürlich sowieso und für deine Stromrechnung dementsprechend auch. Vierter Tipp, bevor ihr die Wäsche in die Waschmaschine gebt, auf jeden Fall unbedingt vorher die Taschen entleeren. Denn ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn du zum Beispiel so eine Jeans hast und da ein Taschentuch drin war, in der Tasche, das wird mitgewaschen und dieses Taschentuch ist komplett zerfleddert in deiner Jeans drin. Leute, es gibt nichts Schlimmeres. Ich hasse es. Ja? Deshalb aus diesem Grund definitiv vorher immer die Taschen rausziehen, schauen, ob da noch irgendwas drin ist. Es kann natürlich auch ein Wertgegenstand drin sein. Von daher auf jeden Fall immer vorher die Taschen entleeren. Bevor ihr die Wäsche in die Waschmaschine reinballert, nicht nur die Taschen entleeren, sondern auch, beim nächsten Tipp dran denken, auch die Reißverschlüsse schließen. Warum die Reißverschlüsse schließen? Ganz klar, wenn du nämlich zum Beispiel eine Jeans mitwäscht mit einem T-Shirt oder mit einem Pulli und der Reißverschluss ist offen, dann kann es unter Umständen sein, dass der Reißverschluss sich zum Beispiel mit dem T-Shirt verhakt während des Waschgangs, ja, oder mit einem Pulli und dann kann es unter Umständen sein, dass du vielleicht ein Loch irgendwie im Pulli hast und da hast du natürlich gar keinen Bock drauf. Deshalb auf jeden Fall auch die Reißverschlüsse schließen, bevor du deine Wäsche in den Waschgang gibst. Das nächste Problem kennst du möglicherweise. Und zwar bei weißen Kleidungsstücken. Vielleicht hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass ein weißes T-Shirt irgendwie nicht mehr so richtig weiß geworden ist. Und wenn du das Gefühl hast, dann nutz einfach Wäscheweiß. Wenn du Kleidungsstücke hast, wo du denkst, so, das könnte noch ein bisschen besser aussehen, ein bisschen weißer sein, einfach ein bisschen Wäscheweiß in die Wäsche mit dazugeben. Und gerade auch, wenn du zum Beispiel weiße Handtücher oder weiße Bettwäsche, weiße T-Shirts hast, einfach alles zusammentun und einfach ein bisschen Wäscheweiß in den Waschgang mit rein und schau dann
dann anschließend das T-Shirt an, ob es wirklich schön weiß wieder ist, und ich sag dir, das wird es sein. 7. Tipp, weniger Waschmittel. Was meine ich damit? Ich meine nicht, dass ihr grundsätzlich wenig Waschmittel benutzen sollt, sondern ich meine vor allem damit, dass man nicht unbedingt mehr Waschmittel nehmen muss, damit die Wäsche sauberer wird. Denn viele Männer denken, oh, dieses Teil ist ja super dreckig, weißt du was, dann nehme ich mal ein bisschen mehr Waschmittel, denn mit mehr Waschmittel wird die Wäsche natürlich auch sauberer. Nein. Also nicht mehr Waschmittel nehmen und dann denken, dann wird die Wäsche sauberer. Das ist nämlich nicht der Fall. Wenn du nämlich zu viel Waschmittel benutzt, dann kann es nämlich unter Umständen sein, dass du zum Beispiel Waschmittelflecken, also dass das Waschmittel hier und da auf der Kleidung einfach kleben bleibt, ja, also dass du Waschmittelrückstände auf der Kleidung hast, und das bildet dann schlussendlich Flecken, und das möchtest du natürlich nicht. Deshalb immer schön hinten auf der Rückseite des Waschmittels drauf schauen, wie viel man eigentlich verwenden soll, dann passend abdosieren und dann bist du good to go. 8. Tipp, Wäsche direkt aufhängen. Was meine ich damit? Es gibt hier und da ein paar Kleidungsstücke, bei mir zum Beispiel ein paar Hemden, die kann man, sofern die gewaschen sind, direkt auf den Bügel hängen und aufhängen. Das Gute daran ist, dass du zum einen erstmal Platz sparst auf deinem Wäschetrockner, ja, und zum anderen ist es halt so, dass sofern du die halt noch feucht auf dem Bügel draufhängst und die ein bisschen aushängst, dann kann es unter Umständen sein, kommt natürlich immer auf das Material vom Hemd an, dass das Hemd anschließend wirklich schon knitterfrei ist und du das Hemd gar nicht mehr bügeln musst. Somit hast du Platz gespart auf deinem Wäschetrockner und du musst unter Umständen nicht mehr bügeln. Also das, wirst du mir sicherlich zustimmen, lohnt sich auf jeden Fall. 9. Tipp, Flecken vorbehandeln. Jeder von uns hat irgendwie doch schon mal geschmiert. Wenn es jetzt die Spaghetti Bolognese sind, ja, und man hat irgendwie einen roten Fleck auf seinem beigen Pulli, ja, das ist natürlich nicht nice. Oder irgendwas anderes, ja, es kann immer mal zu Situationen kommen, wo man irgendwie einen Fleck auf seiner Kleidung hat. Wenn das der Fall ist, versuche den Fleck einfach ein bisschen vorzubehandeln, bevor du das Kleidungsstück in die Wäsche gibst. So hast du eine viel größere Chance, dass der Fleck auch tatsächlich rausgeht, und das möchtest du ja am Ende des Tages auch. Kommen wir zum 10. Tipp, und der 10. Tipp kommt von dir da draußen. Ich finde es super cool, dass ihr euch hier in der Community so gegenseitig unterstützt und viele Kommentare unter meinen Videos schreibt. Das habe ich gedacht, wisst ihr was? Ja, es gibt so viele Wäschewaschen-Tipps. Ihr habt bestimmt auch noch einige auf Lager. Packt die doch einfach mal unten hier in die Infobox rein. Und ich finde es richtig cool, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann. Deshalb pack deinen Tipp unten in die Infobox rein. Ich bin richtig gespannt, was ihr schreiben werdet. Nach diesen Wäschewaschen-Videos solltest du auf jeden Fall eine gute Grundlage haben und gut gerüstet sein, um deine Wäsche richtig zu waschen. Falls du noch jemanden kennst, der da draußen noch nicht so richtig weiß, wie er seine Wäsche zu waschen hat, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Wäschewaschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.